Ja. Yo, meine lieben Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder eine klitzekleine Serverstellung. Und zwar mit dem lieben Berichtigung, aka Finn. Hi. Und zwar stellen wir euch heute den pixelgamer.net Server vor. Und zwar habe ich davon ja auch schon ein Video gemacht, dass der Server am 19.01. eröffnet. Und heute Serverstellung, wie gesagt, Leute, ich bin der Supporter und der liebe Berichtigung, aka Finn auch. Und wir wollen euch den Server einfach mal so ein bisschen vorstellen. Der liebe Finn macht auch gleich noch eine Serverstellung auf seinem Kanal. Also, wir drehen die gleich noch, ne? Und dann würde ich erstmal sagen, fangen wir einfach erstmal mit dem Kompass an. Der Server leckt derweil noch ein bisschen, weil ihr seht hier sind recht viele Spieler drauf, auch da unten. Und zwar der Server hat Kid Battle, komm mal zu Kid Battle, Finn. Warte kurz, der Server leckt gerade. Ja, der leckt gerade, also der leckt teilweise. Ich würde mal sagen, können wir einfach mal so ein bisschen hier Kid Battle spielen. So, rein da. Und dann habt ihr hier nochmal so einen Navigator. Und hier irgendwie. Hier ist so eine Map und zwar Kid Battle betreten. Hier sind dann so drei Maps, aber mittlerweile geht nur die Map Village. Und dann würde ich mal sagen, können wir einfach mal so ein bisschen spielen. Und ja. Mal natürlich hier auch verschiedene Kids. Und. So. Haben wir die Kids eigentlich alle? Ne, glaub nicht. Und ja, der liebe Finn ist natürlich auch noch mal unten ganz als erstes oder halt als letztes, muss ich gucken, wie der Videobeschreibung verlinkt. Oh, du bist gemein. Und natürlich auch in der Infokarte, also schaut gerne mal bei ihm vorbei, er macht sehr coole Videos. Oh Gott. Gott. Naja. Doch, ich finde, seine Videos sind aber wirklich cool, das meine ich jetzt ernsthaft, ne? Es geht, naja, ne? Okay, dieser eine Typ hier leckt gerade ein bisschen und ich gebe ihm die Kombo und... Ja. Denn... Okay, dieser eine Big Shooter hat jetzt auch nicht so die beste Range. Ja, also ich habe ihn gerade getötet. Alter. Der sah. Hä? Wie hat er mich denn getötet, Mann? Ja. Der sah bei mir gerade richtig unsichtbar aus. So, den töte ich jetzt noch eben kurz. Mal kurz zum Vanish. Ich gehe mal wieder raus und dann. Siehst du mich? Nee, das ist mir. Ich möchte mir den Server weiter vorstellen. Und zwar, und als nächstes hat der Server dann noch Battles, ganz normal Battles, können wir gleich nochmal eine Runde spielen. Two Jump, wie auch immer man es ausspricht. Warum bin ich jetzt in der Silent Lobby? Bin ich nicht, oder doch, egal. Bist du nicht, nein. Und ja, der Server leckt halt gerade total, weil ja gerade so viele Spiele drauf sind. Und das folgt bald, okay. Dann gibt es noch, wie auch immer man das Spiel nennt, QSG Go, wie auch immer. Weiß nicht, was es ist. CSGO, du. CSGO, ja, ich bin. Also, so ist es CSGO. Und dann hier noch. Dieses Spiel weiß ich auch nicht, wie man das nennt. Zünde Games, genau. Das habe ich eben einmal gespielt und irgendwie finde ich das irgendwie blöd. Und dann gibt es. Ja, dann gibt es ja noch einen Spawn. Der ist halt hier. Dann gibt es noch einen Shop, aber der funktioniert gerade nicht. Nee. Und dann gibt es noch Lobby Warps. Dann gibt es hier noch einen Cookie Clicker. Und einen sinnlosen Knopf. Ja, oder einen sinnlosen Knopf, ne? Knopf kann man mal so ein bisschen drauf drücken, kann man sich ein bisschen die Zeit vertreiben, ne? Und dann gibt's noch Lobbywechsler, aber da ist gerade nur die eine Lobby 1 frei. Und natürlich noch die Silent Lobby für YouTuber und Teammitglieder. Ja, das war's eigentlich schon so zum Kompass. Und dann hat man halt noch hier unten in der Hotbar noch Spieler, Versteck-Item. Und als YouTuber oder als Premium, ich glaube ab Premium hat man das Fly-Item hier unten im Inventar. Dann kann man jetzt so ein bisschen rumfliegen. Und ab Premium Plus hat man dann dieses Nick-Item hier im Inventar, kann man es mitnicken. Das Schutzschild. Und das Schutzschild. Ich kann es hier mal einem Spieler hier demonstrieren. Ach ja, guck mal, es funktioniert wirklich. Und ja, dann natürlich noch die Freunde. Habe ich so ein paar Teammitglieder drin. Und dann noch die Gadgets, die sind auch richtig cool. Zum Beispiel hier noch. Als wenn Premium-Leute das Schutzschild haben. Und dann hat man hier noch die Tiere. Zum Beispiel ein Hasen, da T3 muss Hase, auch richtig lustig und jetzt leckt sie wieder. Und dann hier noch Köpfe, so ein paar Köpfe, ne? Und dann noch Schuhe und alles, aber das könnt ihr euch alles nochmal selber angucken. Nämlich, wir beide, wollen wir nochmal eine Runde Battles spielen? Klar, immer wieder gerne. Okay, komm mal hier rein, die andere Runde. Warte, halt, ich muss meinen Nick noch anmachen. Ich hab meinen Nick auch ein und ja Leute, das Nick-Item funktioniert bist auch. Bist du jetzt in die linke oder in die rechte gegangen? Da, wo nur einer drin ist. Ja, also das Nick-Item funktioniert auf jeden Fall schon mal gut, indem du hast gestartet. Mit dem Mädchen hier. Bist du denn mit dem Mädchen? Ja, bin ich.
Also das Nick-Item funktioniert wirklich sehr gut. Besonders für Aufnahmen, wenn man einfach mal so eine Aufnahme machen möchte. Was sagst du denn so zu dem Server finden? Ja, wir haben 50 Slots. Eben hat schon mal 50 Leute drauf, ne? Also ja, so viel dazu. Ja, eben waren es sogar 53 durch wieder. Ja. Ja. Das kann da überschreiben. Und dann natürlich gibt es noch ein Forum, aber das ist derzeit leider offline, aber ich denke mal, das kommt so in einer Woche wieder online. Pixelgar.net auch, wird alles nochmal in der Videobeschreibung verlinkt sein oder stehen. Und natürlich der Server, auch die IP pixelgar.net und der Teamspeak auch pixelgar.net, also alles pixelgar.net, ne? Bitte auch, @pixelgar, ne? Na, ich habe kein Twitter, ne? Aber wenn ihr Twitter habt, könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, ne? Und also, keine Ahnung. Ich muss auch dazu sagen, ich finde es auch mal richtig gut, dass nicht immer alle auf diesem Server immer in der Lobby gammeln, weil man merkt halt schon, dass die meisten halt auch im Spielmodus drin sind. Und das finde ich auch sehr gut. Ja. Also ich glaube, man merkt, dass ich gerade echt im PvP ziemlich zu gebrauchen bin. Ja, bin ich. Ich war eben auch richtig scheiße, wo ich eben gegen so den Mrs. Freeze gespielt habe. Also von daher, ne? Ja. So viel sollte. Dazu, ne? Ist schon hier. Ja, okay, das war jetzt GG. Ja, aber Leute, wie Battles funktioniert hier sehr gut. Ja, Und der Pixacker freigeschaltet. Also join alle gerne mal drauf. Ihr werdet mich denn hier auch mal sehen. Oder halt finden. Aber nicht nur dich. Andere Teammitglieder auch, ne? Und auch natürlich auch andere Spieler, ne? Und wenn ihr am 19.01. noch drauf kommt, ich weiß nicht, ob ich das an den Tag noch hochlade, ich glaube, da bekommt jeder einen Tag Premium. Das ist auch ganz geil. Ja, okay. Das hat jetzt keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Also das war jetzt nur ein Fail. So. Ich sehe ein Tab bei mir irgendwie noch so ein Blue Sky 88. Genau, ja, das ist. Vielleicht ein Team-Update. Vielleicht wird uns angezeigt, weil der Spec. Ja, kann sein. Du bist ein Mädchen. Ah. Alles klar, wie du gerade daher gelaufen bist. Also, das sah gerade so aus, als würdest du hacken. Nick Hex. Ja, komm, hau ab. Nee, du hast krass. Hau ab. Gehst du wohl weg? Nimm dich. Hau ab. Gerade mein. Nice. Nein, du warst jetzt mein Bett nicht frei. Das ist so wie das hier. Und ich glaube, ich bin. Nein! So, Leute, da sind wir auch wieder da. Meine Mutter kam gerade leider ins Zimmer rein, ne? Ey, wenn du dir jetzt voll Equip gegönnt hast, ey, das ist halt nicht dein Ernst, oder? Nein, nur ein Schwert. Na, also, okay. Ja, okay. Nein! Als wenn ich die noch bekommen habe. Und jetzt kann ich hier auch Slash Annick machen. Ja. Nee, das geht in der Warte. GG, nee, aber egal. Und ja, es gibt sonst irgendwas zum Service zu sagen. Wir sind ja jeder Premium, ne? Ja, heute. Wir können euch ja nochmal hier so ein bisschen die Lobby zeigen. Also ich muss sagen, ich finde die ganz schön, ne? Hier so der Spawn, hier sind dann so die ganzen Spielmodus, hier noch so ein großes Haus, und ja. Finn, kommst du dann nochmal zum Spawn? Wenn ich wüsste, wo du genau bist. Ich bin beim Spawn. Ah ja. Ach so, hi. Wir fliegen jetzt nochmal hier hoch, dann machen wir jetzt die Abmod. Oder hast du noch irgendwas zu sagen zum Server? Nein, außer dass ihr natürlich auch gerne mal joinen könnt. Jo, also gerne joinen. Und lasst bei Timo alle ein Abo da. Und bei Finn auch, das wäre sehr nett. Und wie gesagt, Leute, die TS-IP ist pixelgamer.net, Server-IP auf pixelgamer.net und Forum auch pixelgamer.net, also alles pixelgamer.net. Und ja, schaut gerne vorbei. Also, der Server ist mega cool, sage ich euch nur. YouTuber-Rang gibt es übrigens ab 500 aktiven Abonnenten und Premium Plus, glaube ich, ab 250. Also, könnt ihr gerne beantragen. Und dann würde ich mal sagen, Finn. Hast du noch irgendwas zu sagen jetzt hier noch zum Schluss? Nö, außer dass ihr alle joinen sollt und wenn das Video auch gibt, Abos nicht. Genau, und das war es auch schon mit dem Video. Lasst doch gerne eine positive Wertung da und dann ciao.